Ja, klar, ist klar. Ich muss alles kochen. So, Oma, lass uns doch mal gucken, hast du so einen Ofen? Ansonsten würde ich natürlich gerne so eine Backstation machen. Nee, hast du nicht, ne? Hast du nur Bücher? Crafting Table. Für so eine Kochstation. Cooking Table. Palmwood, das kriegen wir. Nails, wissen wir auch woher. Timber und Tin Sheet. Tin Sheet. So, dann kannst du nämlich hier anklicken. Und dann müsste das jetzt da oben angezeigt werden, oder? Genau. Haben wir schon Tin Sheet? Haben wir. Ja, perfekt. Also Tin Sheet brauchen wir und dann müssen wir uns um so ein paar andere Sachen kümmern. Dann machen wir nämlich jetzt mal eine schöne Kochstation. Dann gucken wir mal, ob wir den Fisch nicht gut gekocht kriegen. Die Nautilus und Muschel nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, jetzt gehen wir zu Knollo hier rüber. Ja, komm, hier, also was. Also das würde ich dir gerne verkaufen, das und das. Und das. Ja, komm, gib her die Kohle. So, dann kaufe ich mir mal eine neue Pickaxe, ja? So. Ja, das soll schon wieder gewesen sein. Ciao. Aufgaben, Tagesaufgaben. Dig up dirt three times. Chat with three residents. Sell vier fruits. Habe ich nicht gerade Früchte verkauft? Was hast du denn da jetzt wieder in der Hand? Okay. Wir brauchen Tinbars. Ich finde das auch schön, dass sie das da unten anzeigen. Also das haben sie gut gemacht. Da sind ein paar gute Ideen drin. So, der Känguru hatte schon mal nicht so die Chance gegen mich. Sehr gut. Legen wir mal den Fisch auf Seite. Also das soll jetzt nicht Dauerthema werden, ne? Irgendwelche Kängurus zu töten. Aber ich denke mal, wer kann, der kann, ne? Oh, da hinten ist einer. Ich sehe ihn. Aber von dem Zeug können wir echt eine Menge gebrauchen. Ich sehe das schon. Da dürfen wir nicht zu geizig mit sein. Hier ist nichts im Wasser, ne? Dann können wir mal eben darüber. Hier ist aber eine Menge Strandgut, das könnten wir eigentlich mitnehmen. Und vielleicht noch verkaufen. Was ist denn hier Schickes? Ohoho.
Brot habe ich auch noch nicht gesehen. Aber es ist ein schönes Feld hier. Kopperohr, alles klar. Ist halt ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Das muss man ihm leider lassen. Aber das Feld muss ich mir merken. Komm, Dickerchen. Das ist natürlich klar, ne? Das haben sie absichtlich gemacht, dass man da nicht, wer weiß wie, nur am Stück looten kann. Ne? Deswegen immer die Nautilus Shell. Das kann alles schon mal da oben rein. Das müssen wir verkaufen. Das kann nach oben. Aber dann nehmen wir mal ein paar von diesen Ores hier mit. Schmelzen die gleich mal. Da ist schon eine Menge Micromanagement drin. Also das muss man sagen. Das macht auch nicht den schlechtesten Eindruck. Ist halt insofern, also das Looten ist noch ein bisschen blöd. Und die Kameraführung. Da dürfte gerne dran gearbeitet werden. Ja, also ihr seht, das ist gar nicht so einfach, immer den richtigen Punkt zu treffen. Ehrlich gesagt würde ich mich freuen, wenn ich das ganze Feld hier abarbeiten könnte, aber das könnte ein bisschen eng werden. So von der Energie her. Na, kriegen wir das noch hin? Sehr gut. Jawohl, sehr, sehr schön. Jetzt brauchen wir Palme. Hier sind wir auf keinem guten Weg für Palmen, ne? Aber das Ding hat sich auf jeden Fall gelohnt. Komm, das Holz nehmen wir auch nochmal mit. Das Holz nehmen wir mit. Dann gehen wir mal wieder nach drüben. Lassen die blöden Quallen Quallen sein. Was hat er gesagt? Self for Fruits. Alles klar. Dann merkt er hier, dass das Aufnehmen ist noch nicht so schlau. Das ist noch nicht so richtig gut. Also das dürfte besser sein. Aber generell macht das Spiel schon einen ziemlich guten Eindruck. Also fürs Early Access vor allem. Ne? Da wird ja noch einiges passieren. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass nicht mehr ganz so viele Umstellungen kommen. Ja, dass er dann nicht wer weiß wie umgewöhnen muss. Aber so grundsätzlich. Du, John, kriegst du denn morgen noch was Neues rein? Ich könnte da noch was gebrauchen, eine Axt oder so. Hier, den Knochen kannst du auch haben und die 6 Früchte. Sollen wir das mal so verkaufen, Hasi? Macht einen guten Eindruck, ne? Let's see. Ja. Wird? Boah, bist du geizig. Mal eine Frage. Wie soll ich eigentlich Chat with 3 Residents? Hier sind doch noch gar keine. Dig up dirt. 3 times. Sag mal, kann ich jetzt die Schaufel mal kaufen? Ja, ja, gib mal her. Sei mal nicht so geizig. So, was haben wir denn?
Okay, ein Erfolg. Nothing wrong with spending some of the hard-earned Dosh. Here is a milestone for spending Dings. Ja, weil ich 10.000 ausgegeben habe, alles klar. Dig up dirt 3 times. Also ich muss dreimal mit Dörte arbeiten. Wo machen wir das denn am sinnvollsten? Wo stört es denn am wenigsten? Eine Schaufel voll Dörte. Ah ja, okay. Macht zwar so keinen Sinn, aber wir haben unsere Herausforderung gekriegt. Perfekt. Okay, also dann gucken wir mal, dass wir den Ofen hinkriegen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier 37 Ohre. Sehr gut. Dann schmeißen wir hier mal eine Ohre rein. Oder nicht? Nägel müssten wir noch haben. Wo habe ich die Nägel hingelegt? Schaufel hier rein und die hier rein. Nägel, da habe ich Nägel. Das können wir noch mitnehmen. Brauchen wir noch einen Tin-Sheet und dann haben wir schon, ne? Dann können wir schon loslegen. Also auch das haben sie gut gemacht. Hier oben, ne? So, guck. Jetzt haben wir alles zusammen und jetzt können wir ein Crafting-Table und können hier eine Cooking-Tablette machen. Alles nach draußen, ne? So. Meat on a stick. Deckwood Dog. A corn converted hot dog. Cooked flow. Mangrovenstick und Met. Alles klar. Corn habe ich noch gar nicht gesehen. Met. Flour habe ich nicht. Sugar habe ich nicht. Habe ich nicht. Drumstick, Matt und Floor habe ich nicht. Habe ich nicht. Also müssen wir auch eine Mühle bauen. Hier muss man für alles was haben, wa? Waschleim, Apple. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Also ihr seht, da ist noch was drin. Onion, Tomate habe ich alles noch nicht gefunden. Oder ich muss es anbauen. Potato Flake. Pumpkin, ach du Kacke. Aber. Nichts mit Fisch. Was mache ich denn mit dem Fisch? Das ist jetzt aber seltsam. Oder muss ich den verkaufen? Ist Fisch für den Verkauf? Aber ich sehe das ja richtig. Ich kann, wenn ich hier so eine... Aber es wundert mich, so eine Bass oder so ein Karpfen oder sowas. Warum kann ich den denn nicht braten? Ich kann den nur in so ein Aquarium setzen, ne? Alles klar, dann machen wir Folgendes, dann holen wir uns dafür Geld. Mal gucken, wie viel ist es dir denn wert, Junge? Hm? Ja, komm. Sonst noch was? Nö, ne? Hier, komm. Jetzt gib aber mal richtig Kohle raus. Junge. Jawohl. Kann ich dir eigentlich mit irgendwas helfen? Brauchst du irgendwas? Nö, nö, lass mal, danke, ich will nichts kaufen. Ja, unverschämt teuer. Gut, wir haben keine Energie mehr, aber generell sind wir am richtigen Weg. Also wir haben jetzt noch eine Kochstation, genau, einen Kock. Mhm. Also da ist ein Hahn. Noch einen Tee holen. Ha. Gut, dass ich den gestern schon gekocht habe, ist ja heute nicht so warm. Heute ist auch wieder so ein warmer Tag, ne?
Tja, uns fehlen irgendwie Leute hier auf der Insel. Die Trap hat auch noch nicht so viel gebracht. Bescheuert? Aua! Du darfst doch mich nicht angreifen. Was bist du denn für ein fiesen Hund? Au, der hat gebissen. Haben wir denn schon die Farming-Lizenz? Das wird wahrscheinlich das nächste Interessante sein, ne? The town is not accepting donations. Thank you for your support. Alles klar. Du, Oma. Lass uns mal über Lizenzen reden. Gib mir mal die. Allow the holder to expand their toll build slot by one. Okay. Landscaping, Building, Vehicles. Na gut, dann holen wir uns noch die Farming-Lizenz. Dass wir vielleicht Weizen anbauen können. Was ist das? Grain Mill. Ach, guck mal, wir können unseren Weizen machen. Alles klar. Und wieder einen Schritt weiter. Sehr gut. Was brauchen wir dafür? Tinbar, ja, die brauchen wir relativ oft, das ist schlecht. Haben wir noch einen Tinbar? Wir müssten doch draußen noch was machen können, ne? Und für die Mühle, Old Gear, Copper Bar und Old Wheel. Die Old Gear könnten problematisch werden, weil davon habe ich noch nicht so viele. Ne? Habe ich schon vier? Ich weiß, ich habe welche. Ich habe eins Old Gear. Old Wheel habe ich. Okay, die können wir noch nicht machen so einfach. Dann können wir aber das schon mal da reinlegen hier, weil das brauchen wir ja doch eher hier hinten. Und wir haben nicht so viel Blödsinn dabei. Da kriege ich Grassamen. Was mache ich denn mit Grassamen? Oma, weißt du, was ich mit Grassamen mache? Lass mal über irgendwas reden. Ich muss mal was lernen. Let's chat. Ja gut, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, deine Geschichte, aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. So. Hast du vielleicht einen Job für mich? Wie sie dir immer alles verkaufen wollen, ne? Nee, will ich nicht. Aha, okay. Alles klar. Na gut. Dann eben nicht. Ja, wie lerne ich denn jetzt? Also ich habe eine Sense, alles klar. Müsste ich nicht noch eine Hacke oder so lernen? Was ist das denn hier überhaupt? Basic Hammer. Big Hammer for hitting things slowly. Alles klar.
Grassamen, die hatte ich aber auch irgendwo. Genau, hier. Das können wir schon mal weglegen. Das lege ich auch noch mal weg. Wenn ich es nicht brauche, ne? So, dann können wir noch mal eben ein bisschen Miet machen draußen. Ah, wobei, warte. Wir können ja... War doch was. Fussel hat eine Idee. Wir können ja mal was zu essen machen. Schönen Mangrovenstick. Nehmen. Insatz. Ich habe halt keine drei Leute hier auf der Insel, ne? Sonst hätten wir eventuell die Chance, diese Aufgabe noch zu erfüllen, aber. Was rennst du denn plötzlich so weg? Lass doch mal reden. Au. Let's talk about sex, baby. My brother worked really hard, permit points to his. Ja, jetzt fehlt noch eine Person. Habe ich leider keine. Schade. Gut, also random Aufgaben. Oh, Oma, da gibt es Krokodile hier, ne? Da muss er wissen. So. Ich glaube, ich gehe da mal ins Bett. Das ist Essen, das kann hier oben hin. Dann legen wir nochmal eben den Drumstick hier weg. Alles klar. Und dann gute Nacht. Sleep until tomorrow. Oh, da muss ich aber viel töten, wa? Ja, Mining müsste jetzt aber gut abgehen. Komm, da habe ich aber heute viel gemeint. 11.000 verdient, also Geld mache ich.